Willkommen zu den vielleicht Final Open. Bitte, 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 bitte. Colonel, wenn wir in den Raven einsteigen, erschießen Sie uns dann woanders. Schlechter Sarkasmus. Ja. Ja. War ja klar. Schreckgespenst. Nicht sehr beängstigend. Ich wollte doch nur den doofen Hubschrauber, Mann. Ich hab's irgendwie geahnt. Bosskampf? Was die Backen nicht so auf. Den Granatwerfer schießen? Den Granatwerfer schießen? Ja. Oh, ich brenne. Ich brenne, Baby. Na ja, klar. Sonst wäre es ja langweilig gewesen. Da ist er wieder. Schieß aufs Bein! Holt Anlauf, oder? Oder ne, halt ab. Pussy. Der schreit so blöd rum, das nervt irgendwie. Warte, was denn, was schießt denn der da ab? Keine Ahnung. Arschlochvögel. Komm runter da! Da ist bloß ein bestimmter Punkt wund, das ist richtig bescheuert. Naja, aber da ist grad... Ah, das sind bloß die Knarre, aber... Das ist ein wunderer Punkt. Und was nun? Bist du hin? Stirbt er jetzt? Ja, und der ist ja Pipifax, ne? Du kleiner, stinkender Furz. Und was jetzt? Bisschen. Es gibt einen Unterschied zwischen Krieg und Grausamkeit. Krieg ist Grausamkeit. Und unsere ist noch nicht vorbei. Auf ein Wort, Lieutenant. Das war das letzte Mal, dass Sie jemand als Lieutenant ansprach. Ich lasse die Anklage fallen, aber Sie werden nie wieder Offizier sein. Ja. Wäre ja auch Verschwendung von einem Spitzengehirn. Sir. Private? Niemals.
aufpassen sollte. Auf mich? Wozu? Die dachten wohl, dass du unsere Militärtechnologie stehlen könntest. Was du getan hast. Illegaler Zugriff auf Militärtechnologie. Macht einen Unterschied. Tut mir leid, Lieutenant Baird. Private Baird ab jetzt. Loomis hat mich degradiert. Meinen Glückwunsch. Ohne euch hätte ich's nicht geschafft. Das heißt wohl, ich hab jetzt das... Perfekt. Cole, gibt's zwischen uns auch solche Spannungen? Ja, könnte sein. Gut, wollt's noch wissen. Super. Yippie. Naja, weiß ja schon, ne? Nervig am Schluss. Aber irgendwie befriedigend. Ja. Es war okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes eigentlich. Also grundsätzlich, ne? Das Spiel war irgendwie... Fehlt ja was. Ja. Aber deswegen gibt's ja jetzt noch das Nachspiel. Ja. Ich glaube, das geht jetzt 8 Stunden lang. Na, doch nicht. Glück also, das Spiel an sich wäre gut, wenn es nicht die ganze Zeit die Upcut geben würde und die Story flüssiger. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger wäre nicht ganz gut gewesen. Ein paar weniger Gegner. Ja. Weil ich denke mal, alleine wird es richtig nervig sein. Was? Das alleine zu spielen. Achso, ja. Deswegen freue ich mich eigentlich jetzt auf die Zwischengeschichte von Teil 3. Weil die ich... Normal. Vielleicht. Also ich habe mal reingeguckt, also man sieht keine Sternchen oder sowas. Okay. Ja. Gut. Dann bis zum Nachspiel. Und so. Ja, weil das eine heißt Judgment und das andere heißt Nachspiel. Ja, denn, also. Denn nach dem Vorspiel und nach dem Judgment ja, gibt es auch Nachspiel. Ja, nachher. Also. Schau. Schau.